Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Livestream-Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Instituts DAI in Heidelberg. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Dorothea Siegle, ich bin Chefredakteurin von Psychologie heute, dem Monatsmagazin, und ich werde Sie heute durch diesen Abend führen. Ich habe heute die große Freude, mit drei renommierten Experten Ihres Faches sprechen zu dürfen über die Frage, was hilft bei seelischen Erkrankungen? Ein Thema, was in diesen Zeiten in der Pandemie noch aktueller ist, als es ohnehin schon war, da wir Umfragen ja auch hören, die sagen, dass die psychischen Erkrankungen durch Corona noch mal zugenommen haben. Ich freue mich sehr, dass ich darüber mit den drei Herren reden darf, über die Frage, was hilft bei solchen Erkrankungen? Sind es Psychopharmaka, die Linderung verschaffen? Was bringt eine Psychotherapie? Und wenn ich mich für eine Therapie entscheide, ist es dann die Methode, die ich wähle? Oder ist es der Therapeut, mein Verhältnis zu dem Therapeuten, dem ich dann vertraue und dass es jemanden gibt, der mir zuhört? Was heilt also wirklich? Wir werden darüber sprechen heute im Rahmen dieser Veranstaltung. Der Titel ist Gib Stoff? Fragezeichen. Therapie zwischen Medikation und Methode. Eine Veranstaltung im Rahmen des International Science Festivals Heidelberg hier im DAI. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde Ihnen als erstes einmal die drei Herren vorstellen, mit denen ich die Freude habe, heute zu sprechen. Ich beginne mal mit Professor Dr. Ulrich Heger. Er ist Psychiater und Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe. Einige von Ihnen werden ihn kennen aus den Medien, da er ein häufiger Gesprächspartner ist, wenn es um die Themen Depression und Suizidforschung geht. Ich sage Ihnen ein paar Stationen aus seiner beruflichen Laufbahn, damit Sie eine Vorstellung ein bisschen haben. Professor Heger hat Medizin studiert in Erlangen und in Rennes in Frankreich. Er hat dann promoviert an der FU in Berlin und sich habilitiert zum Thema Prädiktoforschung in der Psychiatrie. Das meint, hat er mir nochmal erklärt, die Frage, wie sich der Verlauf von psychischen Erkrankungen vorhersagen lässt, kann man sagen, wie psychische Erkrankungen verlaufen. Ulrich Heger war Direktor der Universitätspsychiatrie in Leipzig und ist jetzt seit vergangenem Jahr in Frankfurt und hat dort, das lese ich nochmal vor, ist dort Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Goethe-Universität Frankfurt. Ein langer Titel. Herzlich willkommen, Herr Heger, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Guten Abend. Mein zweiter Gesprächspartner ist Professor Dr. Peter Kirsch. Ihn begrüße ich aus Mannheim. Er leitet im Zentralinstitut für seelische Gesundheit ZI in Mannheim die Abteilung klinische Psychologie. Peter Kirsch hat in Wuppertal Psychologie studiert. Nach dem Studium hat er promoviert und dann in Gießen sich habilitiert zur Frage biopsychologische Studien zum assoziativen Lernen beim Menschen. Das heißt, hat er mir auch nochmal erklärt, körperliche Reaktionen hat er erforscht, die mit dem Lernen assoziiert sind, das heißt die Verbindung von Seele und Körper. Herr Kirsch leitet seit 2010 die Abteilung klinische Psychologie am ZI in Mannheim, was eine sehr spannende Abteilung ist, da sie zum einen erforscht, in welchen Formen sich psychische Erkrankungen äußern und zum anderen eben auch erforscht, wie Psychotherapie wirkt. Da wird er uns heute Abend sicherlich einiges zu erzählen können. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Kirsch. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch herzlich willkommen an die Zuschauer draußen. Sehr schön. Mein dritter Gesprächspartner ist Dr. Gunter Schmidt in Heidelberg. Er ist Leiter des renommierten Milton Erickson Instituts und der Direktor des Systelius Privatklinik in Heidelberg und Waldmichelbach. Herr Schmidt hat zunächst Volkswirtschaft und dann Medizin studiert und hat im Anschluss eine tiefenpsychologische Ausbildung gemacht. Danach hat er diverse weitere Ausbildungen gemacht, familientherapeutische und systemische, unter anderem eben auch bei Milton Erickson selber, dem Pionier der Ressourcen- und Lösungsorientierung. Er zählt zur sogenannten Heidelberger Schule, die die Familientherapie und die systemische Therapie aus den USA nach Deutschland gebracht hat und hier etabliert hat. Und seit Juni 2020 ist jetzt die systemische Therapie auch eine Kassenleistung, das heißt, wer eine absolvieren möchte, kann die von den Krankenkassen bezahlt bekommen, was ein sehr großer Schritt und sehr großer Erfolg ist. Darüber werden wir sicherlich mit Herrn Schmidt reden und er wird uns mehr erzählen über die systemische Therapie an sich. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie alle da sind.
Ich sage noch mal kurz was zum Ablauf des heutigen Abends. Ich werde mich heute unterhalten mit den drei Herren ungefähr bis 21 Uhr, 21 Uhr 10 über die sehr vielfältigen Aspekte des Themas unseres Abends. Und danach möchten wir gerne Ihre Fragen integrieren. Schreiben Sie uns gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreiben Sie uns gerne entweder in den YouTube-Chat oder schicken Sie Ihre Fragen per E-Mail an info@dai-heidelberg.de. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und die würden wir dann so zwischen 21.10 Uhr, 21.30 Uhr, 40 diskutieren. Und dann müssen wir, obwohl wir sicherlich den ganzen Abend mit dem Thema füllen könnten, locker bis Mitternacht, würden wir so gegen 21.40 Uhr dann die Veranstaltung beschließen. Sehr schön. Ja, im Vorgespräch haben mir alle drei Herren unabhängig voneinander erzählt, was sie selber tun würden, wenn sie an einer Depression erkranken würden. Wir haben mal Depressionen genommen als ein Beispiel für eine schwere psychische Erkrankung, da es ja neben den Angststörungen zu den verbreitetsten Erkrankungen gehört und sich das daher anbietet, dass wir daran ein bisschen exemplarisch arbeiten. Ich würde Sie bitten, uns noch mal zu erzählen, was Sie jeweils geantwortet haben. Vielleicht mögen Sie beginnen, Herr Heger. Was würden Sie tun, wenn Sie an einer Depression erkranken? Hängt ein bisschen von der Schwere ab, aber wenn ich eine schwere Depression hätte, also nicht nur eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände, sondern eine richtige Erkrankung, Depression, würde ich als erstes Antidepressiva nehmen. Und wenn es mir dann etwas besser geht, dann würde ich überlegen, ob ich an meinem Leben was ändern muss, ob es irgendwo Unstimmigkeiten, Dauerspannungen gibt, ob das, was ich will und kann und soll und tue, ob das gut zusammenpasst und da eventuell auch die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nehmen. Mhm. Aber auch eine Behandlung allein mit Antidepressiva ist etwas, was ich zunächst mal auch versuchen würde, wenn ich jetzt nicht solche anderen Probleme hier als dominierend sehen würde. Mhm. Dankeschön. Herr Kirsch, würden Sie erzählen, was Sie machen würden, wenn Sie an einer Depression erkrankten? Ja, ich würde es wahrscheinlich andersrum machen als Herr Heger. Ich würde mir zunächst mal einen guten Psychotherapeuten, eine gute Psychotherapeutin suchen und gucken, ob wir gemeinsam rausfinden, was da los ist mit mir und inwieweit ich möglicherweise meine Denkverhaltensmuster verändern muss. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich, wenn ich wirklich sehr, sehr schwer an der Depression erkrankt wäre und auch möglicherweise diesen Schritt zu einer Therapie nicht mehr machen könnte, mir dann auch, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass ich ein Antidepressivum einnehmen würde. Ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen. Es wäre aber für mich persönlich nicht die erste Wahl. Ja, und es ist auch so als Psychotherapeut, dass ich mit meinen Patientinnen und Patienten durchaus auch darüber spreche, ob sie eine medikamentöse Behandlung für sich selbst für wichtig halten, würde das auch einen Patienten nicht ausreden. Aber mein Fokus wäre tatsächlich erstmal auf einer Psychotherapie. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann würde ich noch Herrn Schmidt fragen. Herr Schmidt, wenn Sie an einer schweren Depression, an einer Depression erkranken, sagen wir an einer Depression, was würden Sie tun? Na, bei mir wäre es ein bisschen ähnlich wie bei Herrn Kirsch. Also da ich davon ausgehe, ich war ja dann wahrscheinlich nicht immer depressiv, sondern habe da unterschiedliche Erlebnisphasen gehabt. Und da gehe ich davon aus, dass die ja auch weiter in mir quasi als schlummerndes Potenzial da sind, nur halt im Moment nicht verfügbar, was auch enorm schwer sein kann, den Zugang wieder dazu herzustellen. Aber ich würde es halt erstmal auch probieren, auch am besten mit Unterstützung eines Psychotherapeuten, aber vielleicht auch von guten Freunden oder anderen sozialen Unterstützungsnetzwerken, so, was ja voraussetzt, dass ich mich erstmal schon ein bisschen hoffentlich liebevoll akzeptiere für diese Reaktionen und mich nicht dafür abwerte. Und dann will ich es ja schon mal auf diesem Weg versuchen, weil ich da halt von so einer Einstellung ausgehe, dass körperlich und seelisches nicht voneinander zu trennen ist. Und das heißt, dass ich dann über meine verschiedenen mentalen Prozesse, aber auch durch Bewegung und anderes noch vieles erstmal für mich tun könnte. Mein Oberziel wäre immer Selbstwirksamkeit, nicht nur natürlich bei mir, sondern auch bei den Klienten, Selbstwirksamkeit zu stärken. Und da würde ich es erstmal probieren. Aber ähnlich wie Herr Kirsch das auch gesagt hat, wenn, also die Devise für mich wäre immer, irgendwo müssen die Ressourcen herkommen, dass ich das wieder ändern kann in eine hilfreiche Richtung. Bevorzugt unbedingt würde ich es von innen in meinen Interaktionen, in meinen Beziehungssystemen suchen. Wenn das aber
zu schwer mir erscheinen würde und ich nicht weiterkäme genug, dann fände ich es idiotisch, wenn man da dogmatisch dann gegen mit einem Psychopharmaka beispielsweise wäre. Da würde ich selbstverständlich das auch überlegen. Ich würde es aber nur als Übergangshilfe ansehen. Ja, vielen Dank. Ja, Sie beurteilen die Rolle von Psychopharmaka ein bisschen unterschiedlich, höre ich schon. Ich würde gerne Herrn Hegel Sie einmal bitten, da Sie der Experte in dem Feld sind, ob Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern einmal in einfacher Form erklären könnten, wie Antidepressiva, auf die wir uns dann ja vielleicht jetzt mal beschränken müssten, weil Psychopharmaka an sich ja ein Riesenfeld wären, wie Antidepressiva eigentlich wirken. Ich glaube, zuerst muss man ein bisschen ausholen, weil die Menschen haben einen Bias, wenn man jetzt die Leute fragt, was glauben sie denn, ist die richtige Behandlung der Depression, sagen die meisten Menschen Psychotherapie. Ja. Und Antidepressiva kommen ziemlich weit unten. Danach mit Freunden sprechen, Urlaub fahren und anderen Dingen. Wie kommt das? Der Grund dafür ist das Krankheitskonzept, das die Menschen haben. Und die meisten Menschen, 95%, glauben, die Ursache von Depression sind Schicksalsschläge, Partnerschaftskonflikte, Überforderungen im Beruf, körperliche Erkrankungen. Was man aber lernt, wenn man wie ich wirklich Tausende von Patienten über viele Jahre auch verfolgt hat, dass Depression eine ziemlich eigenständige Erkrankung ist und nicht ist, was anderes ist als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und das habe ich am Anfang auch anders gesehen, wie ich angefangen habe. Es ist eigentlich ein Lernprozess, den man hat, wenn man über lange Zeit Schwerkranke, Depressive sieht, auch leichter Kranke im Intervall, die Menschen. Und das ist ja die Voraussetzung, dass es überhaupt einem sinnvoll erscheint, eine Depressiva zu nehmen. Wenn man glaubt, es ist eine Reaktion auf Lebensumstände, muss man die Lebensumstände ändern. Das ist völlig klar. Aber wenn man erkennt, es ist eine richtige Erkrankung, auch eine Erkrankung des Gehirns, dann hat man überhaupt erst einen Zugang zu der Sinnhaftigkeit von Antidepressiva. Ich möchte Ihnen eine Studie ganz kurz schildern, weil die mich auch nochmal beeindruckt hat. Das war eine Studie, eine Riesenstudie in England. Da wurden Millionen von Hausarztpatientenakten gesammelt. Und dann gab es im Laufe der Jahre etwa 900 Suizide. Das war über viele Jahre Millionen von Akten. Das ergibt sich rein statistisch. Und jetzt konnte man in Akten gucken, wie viel der Suizidopfer hat eine schwere körperliche Erkrankung. Das war Krebs und Schlaganfall und Herzinfarkt und Epilepsie und so weiter. Und von den Menschen, die das Leben genommen hatten, hatten 39% so eine schwere körperliche Erkrankung. Und dann gab es Kontrollen, 17.000 Menschen, die hatten keinen Suizid gemacht natürlich. Und hier war es 37%. Fast das Gleiche. Oder Krebs. Suizidopfer, 3,4% hatten eine Diagnose Krebs. Bei den Kontrollen waren es 3,2. Das heißt, diese schweren Erkrankungen, die waren nicht die Ursache des Suizids und auch nicht der Depression. Und die Versuchung ist allerdings riesengroß, wenn einer die Diagnose Krebs hat und wird depressiv, zu sagen, ja, es war bestimmt eine Reaktion auf die Krebserkrankung. Was wäre Ihre Erklärung, Herr Heger? Ja, bitte? Was wäre Ihre Erklärung? Ja, das ist zunächst ein Grundmissverständnis. Denn wenn ich jetzt in die Depression falle, dann schaut die bei mir im Leben rum, was gibt es Negatives. Immer. Und die findet immer irgendetwas. Und es wird vergrößert und ins Zentrum gerückt. Und wenn man die Depression behandelt, ist das Problem immer noch da. Aber es ist wieder Teil des normalen Lebens. Das muss man verstehen, weil sonst erscheinen einem ja Psychopharmaka als völlig abwegig. Darum habe ich da ein bisschen ausholen müssen. Was die machen ist, sie wirken auf den Krankheitsmechanismus. Es ist die Depression, eine Erkrankung, wo vielfältige Hirnfunktionen gestört sind. Die einfache Story, das ist ein Serotonindefizit, das ist Unfug. So einfach ist es nicht. Das hat auch von den Fachleuten, also ich habe es nie behauptet, ich denke, die Ernsthaften haben es nie behauptet, sondern das ist ein Wirkmechanismus, den man im Detail bisher nicht verstanden hat. Aber dass sie wirken und dass sie besser wirken, als man oft lesen kann, manche behaupten, sie nicht besser als 10-15% gegenüber Placebos. Ja. Das ist einfach nicht richtig, weil das sind ja Studien, die ganz spezielle Besonderheiten haben. Das würde vielleicht zu weit führen, aber ich kann Ihnen sagen, im Versorgungsalltag schaut es anders aus. Und wenn es so wäre, dann wäre die Psychotherapie erst recht nicht wirksam. Und wenn man es direkt vergleicht, dann ist die Studie, Meta-Analysen, gibt es ja Meta-Analysen, sehr gute, von Tim Kuiper zum Beispiel, man vergleicht direkt Menschen, die mit Psychotherapie behandelt werden und die mit Antidepressiva behandelt werden, sind die Antidepressiva etwas besser als die Psychotherapie. Eine Effektstärke, das ist, gibt es wenn Sie eine andere Meta-Analyse kennen, soll er gerne sagen, gibt da zwei Meta-Analysen, die sind da sehr konsistent.
da sind die Antidepressiva etwas wirksamer. Also deswegen, wenn man sagt, die Antidepressiva wirken nicht, dann müsste ja die Psychotherapie erst recht nicht wirken. Mhm. Jedenfalls gibt es keine Meta-Analyse, die in die andere Richtung weist. Mhm. Keine bekannt. Das muss man als Hintergrund wissen. Die sind besser, wirken besser, als man glaubt. Allerdings haben sie natürlich Nachteile, die sind nicht perfekt. Es wirkt nicht immer gleich das erste Medikament. Manchmal muss man ein zweites dazugeben, man muss mal Lithium dazugeben. Das braucht auch Geduld, weil sie nicht sofort wirken, wie Schlafmittel, wie Beruhigungsmittel. Sie sind übrigens auch nicht süchtig machend. Das ist auch eine große Sorge der Menschen. Es gibt keinen Drogenschwarzmarkt, es gibt keine Dosissteigerung. Es gibt Absetzeffekte. Die hat man auch bei Blutdruckmitteln. Wenn man Blutdruckmittel abrupt absetzt, gibt es Rebound-Phänomene. Und die hat man auch bei Antidepressiva. Das ist aber in der Regel kein Problem. Also in meiner Klinik war das Absetzen eigentlich nie das Problem gewesen. Das sind Aspekte, Herr Hegel, das sind sicherlich Aspekte, über die wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen im Detail auch sprechen wollen, über Nebenwirkungen, über Placebo-Vergleiche und so. Ich sah Ihre beiden Expertenkollegen im Chat etwas mit dem Kopf wackeln, während Sie sagten, dann würde Psychotherapie ja erst recht nicht wirken. Deswegen würde ich gerne einmal Herrn Kirsch und Herrn Schmidt in der Reihenfolge vielleicht einmal kurz auf Ihre ersten Ausführungen einfach reagieren lassen und sagen, genau, Herr Kirsch, das Verständnis von Depression, das Herr Heger skizziert hat, genau, mögen Sie dazu noch mal was sagen? Ja, also ich denke, also ich will auf keinen Fall in Frage stellen, dass meta-analytisch Antidepressiva einer Nichtbehandlung oder einer Placebo-Behandlung überlegen sind. Ob sie jetzt tatsächlich einer rein psychotherapeutischen Behandlung signifikant überlegen sind, das hängt sicher auch von der Schwere der Depression ab. Bei sehr schweren Depressionen würde ich dem zustimmen. Aber grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, bei einer mittelgradigen Depression oder der Depression, die vielleicht auch die meisten dann so kennen und nachvollziehen können, sind die Effekte doch eher vergleichbar. Und was man auf jeden Fall meta-analytisch zeigen kann, ist, dass die Kombination aus einer medikamentösen und einer psychotherapeutischen Behandlung nach Monotherapie, sei sie pharmakologisch oder psychotherapeutisch, überlegen ist. Und das heißt, es muss dann natürlich auch noch einen sozusagen eigenen Wirkmechanismus der Psychotherapie geben, der über die Wirkung der Pharmakotherapie hinausgeht. Einen anderen Aspekt, den ich, also ich will auch gar nicht, überhaupt nicht im Gegenteil, das ist absolut auch mein Standpunkt, widersprechen, dass es sich um biologische Mechanismen handelt, die der Depression zugrunde liegen. Allerdings wehre ich mich so ein bisschen gegen dieses medizinische Störungsmodell, was dahinter steckt, was sozusagen impliziert ein Stück weit, da ist ein Neurotransmittersystem durcheinander geraten und jetzt geben wir ein Medikament und dann ist das wieder in Ordnung und du bist wieder gesund. Ich kann mich erinnern an Patienten, die von ihren Ärzten gesagt bekommen haben, das ist so wie beim Diabetiker, der hat zu wenig Insulin, dann gibt man eben Insulin und dann geht es ihm wieder gut und sie haben eben zu wenig Serotonin und dann geben wir ihnen Serotonin. Und ich denke, ein solches medizinisches Störungsmodell impliziert ja eigentlich, dass ausschließlich eine medikamentöse Behandlung hier wirksam ist und negiert ein Stück weit auch, dass psychische Prozesse durchaus auch in biologische Abläufe eingreifen können. Sowohl was die Störung angeht, also das heißt Lernerfahrungen, die wir machen können, durchaus auch dazu führen, dass sich Gehirnprozesse verändern, aber auch was die Psychotherapie angeht. Also gibt eine sehr interessante Studien aus der Arbeitsgruppe von Frau Mayberg, die zeigen kann, dass es tatsächlich im Gehirn Strukturen gibt, die in gleicher Weise auf eine antidepressive Behandlung mit Medikament als auch auf eine Psychotherapie, als auch auf andere, zum Beispiel Hirnstimulationsmethoden ansprechen. Das heißt, ich glaube, es gibt sowas wie einen Common Final Pathway, also einen gemeinsamen finalen Wirkmechanismus, der bei Medikamenten und Psychotherapie angesprochen wird. Yeah. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass
dass die Medikamente nicht wirklich super spezifisch auf diese biologischen Mechanismen ansprechen, sondern dass sie durchaus ja ein bisschen wie ein Schrotschuss sind, der eben auch einiges an Zielen trifft, die nicht im Zentrum des Störungsmechanismus der Depression liegen. Ja, ich sehe, Herr Hegel hob den Arm. Er wollte, glaube ich, direkt antworten. Kurz. Ja, kurz, dann würde ich Herrn Schmidt das Wort erteilen. Aber antworten Sie kurz, Herr Hegel. Genau. Ja, Patienten fragen ja oft, was ist denn die Depression? Ja, ist es eine körperliche oder eine seelische Erkrankung? Da verwende ich immer das Bild einer Medaille mit zwei Seiten. Ich sage, man kann bei jedem Menschen, vielleicht Herr Schmidt wird es vielleicht verstehen, das ist auch vom Maturana ein Stück weit abgeleitet. Bei jedem Menschen kann man das Verhalten im weitesten Sinne, das psychosoziale Verhalten, was er erlebt hat, was er sagt, was in sozialen Situationen, alle diese Dinge, die kann man anschauen. Und da findet man dann zum Beispiel Traumatisierung in der Kindheit, die das Risiko später zu erkranken erhöhen. Man findet vielleicht Auslöser, die der Person getriggert haben. Und wir haben hier die Psychotherapie, die ich ja für sehr sinnvoll halte. Und die ich ja auch allen meinen Patienten in der Klinik angeboten habe und die ich überhaupt nicht abwerten möchte, ne, sondern die natürlich wichtig ist und die hier kausal einwirkt. Aber immer hat man die andere Seite der gleichen Medaille. Das ist jetzt nicht, was die Person als Ganzes tut, sondern das ist, was im Körper passiert. Das ist sozusagen die Physiologie. Und hier haben wir die Gene und hier haben wir die Bodenstoffe und hier haben wir die Antidepressiva. Und das ist nicht entweder oder, sondern bei jedem Menschen sind es komplementäre, sich ergänzende Sichtweisen. Und deswegen ist es sehr hilfreich, dieses Modell, weil manche Menschen sagen, bei mir ist es doch eigentlich nur dieses Problem in der Partnerschaft und es hat doch jetzt nichts mit dem Gehirn zu tun. Dann kann man sagen, nein, das hat immer die andere Seite der Medaille. Und es gibt auch Leute, die haben das Modell, bei mir ist nur Serotonindefizit. Ja? Dann sage ich, nein, das ist zu einfach gedacht, es gibt immer auch die andere Seite. Häufig macht es Sinn, auf beiden Seiten aktiv zu werden. Das ist ein Modell, also ein Bild, das die Patienten sehr gut verstehen. Und das es ihnen ein Stück weit verständlich macht, warum beide Seiten der Behandlung wichtig sind und auch verständlich, warum eben auch Antidepressiva wichtig sind. Weil der Sympathie-Bias für die Psychotherapie ist extrem stark. Also die Leute sind zunächst mal alle negativ eingestellt gegenüber Antidepressiva. Ich habe mein ganzes Berufsleben mit Engelszungen den Patienten gesagt, probieren Sie es doch um Gottes Willen einfach mal aus. Ja? Okay. Und viele haben Jahre verloren. Ja. Lebensqualität, die sie endlich mal gesehen haben, bei mir wirken die. Jetzt würde ich gerne... Jetzt habe ich Herrn Schmidt aber viel Zeit geklaut. Genau, hören, ob Herr Schmidt das Bild von den zwei Seiten der Medaille als Bild für die Depression, wenn wir dabei bleiben, teilt oder ob Sie dem nicht folgen würden, Herr Schmidt. Na, ich würde es lieber ein bisschen dynamisieren, weil aus meiner Sicht, ich könnte einerseits schon zustimmen, aber mit dem Bild könnte assoziiert werden, die sind halt so statisch und dann sind sie eben da und fertig. Aber das sind ja ständige Wechselwirkungen, über die wir hier reden, und zwar sehr dynamische und gestaltbare Wechselwirkungen. Von meiner Vorgehensweise halt her klar, also ich... Aber das ist auch wieder so, jetzt wenn wir darüber reden, es wäre sehr ungünstig, wenn wir das polar diskutieren würden, entweder oder. Das ist überhaupt nicht die Idee und ich glaube bei niemand von uns dreien jetzt so. Ja. Aber mein Schwerpunkt ist natürlich immer, von vornherein bestmöglichst alles, was uns verfügbar wird, anzubieten, damit wieder ein Mensch seine Selbstwirksamkeit und damit auch das Zutrauen in sich selber und damit auch eine andere Perspektive über die Erwartungen in seiner Welt und in seiner Zukunft hat, weil gerade die Erwartungen sind ein zentraler Faktor, also die Erwartungen in die Zukunft und über die eigene Gestaltungsmöglichkeiten, die eigene Selbstwirksamkeit, die Selbstkontrolle ist ein zentraler Basisfaktor, gerade auch im Bereich des Umgangs mit sogenannten Depressionen, weil da sieht man ja immer, dass gerade das besonders dunkel immer in der Wahrnehmung der Leute gefärbt ist und das massiv bedrückend auf sie zurückwirkt. Und da versuchen wir halt ganz spezifisch eher erstmal immer auf dem Aspekt der Selbstwirksamkeit anzusetzen und da zu gucken, was man auf dieser Ebene machen kann. Übrigens natürlich auch zum Teil mit Hinweisen bis hin zur Neuroplastizität, weil wir wissen ja heute aus den Forschungen auch, dass auch das Gehirn keineswegs so statisch zu sehen ist, dass es halt da ist und dann hat man es oder man hat es nicht. Sehr wohl kann eigentlich durch Neurogenese, die ja praktisch täglich stattfindet, aber übrigens mehr, wenn man aktiv und auch bewegungsorientiert sich mehr verhält und so nach den Ergebnissen. Und über all diese verschiedenen Wege
gehen wir halt so vor, dass wir versuchen, den Umgang mit diesen Sachen. Ganz klar ist es, und da würde ich natürlich auch Herrn Hegel zustimmen und Herrn Kirsch so, also wenn es gerade zum Beispiel um eine mittelschwere oder so diagnostizierte oder schwere Depression geht, das ist eine enorm belastende, quälende Situation für Leute, die kann man gar nicht genug empathisch würdigen. Das ist für manche Leute absolut die Hölle. Und das Erste, was damit typischerweise einhergeht, je schwerer es ist im Erleben, dass so eine Ohnmacht und so ein Ausgeliefertheitserleben da ist, was natürlich brutal verstärkend zurückwirkt. Und da ist es halt ein ganz entscheidendes Ziel jetzt in unserer Arbeit, die Leute zu unterstützen. Und da haben wir viele Methoden, die uns sehr ermutigen, dass die Leute, auch wenn sie vorher vollkommen hoffnungslos waren, durch gezielte Umfokussierung ihrer Aufmerksamkeit auf Bereiche, wo schon mal Hilfreiches gelaufen ist auch, aber auch auf den liebevollen, verständnisvollen Umgang mit dem Leiden jetzt. Weil ein entscheidender Teil der Sachen, die wir erleben, immer ist, dass Menschen, wenn sie unter sowas leiden, in der Beziehung zu sich selbst auch typischerweise massiv selbst abwertend und sich selbst unter Druck setzen vorgehen, natürlich gut meinen, weil sie hoffen, dass es dadurch besser wird, aber tragischerweise wird es dadurch schlechter. Wenn wir auf dieser Ebene ansetzen und das vielfältig, jetzt, das geht jetzt zu weit, das alles so zu machen, da haben wir halt die Erfahrung, dass auch bei zum Teil vorher fast aussichtslos erscheinenden depressiven Reaktionen noch sehr viel in Bewegung kommen kann. Ganz entscheidend, die Leute dabei aktiv so einzuladen, dass sie wieder in irgendeiner Weise in kleinen Schritten aktiv werden. Psychopharmaka wieder umgekehrt sind ja deswegen aber nicht schlecht, aber es ist sozusagen das zweite Mittel der Wahl, wenn das erste, weil Psychopharmaka nach meiner Erfahrung bei Klienten oft auch den Eindruck machen, wenn sie zum Beispiel an das Konzept von Hirnkrankheit in erster Linie glauben, dass sie das dann als einen zeigen, ja, da kann ich eben selber nichts machen, da bin ich ohnmächtig, mein Gehirn ist halt so. Und dann bin ich dem ausgeliefert sozusagen, dann durch dieses Konzept in ihrer Selbstverarbeitung konzeptualisieren sie das so, als ob sie keine Wahlmöglichkeit hätten. Mhm. Wahlmöglichkeiten aber anzuregen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen versuchen wir es dann so. Und dann aber immer natürlich auch, ähnlich wie Herr Kirsch sagt, selbstverständlich mit dem Angebot, gerade um Wahlmöglichkeiten anzubieten, wenn sie den Eindruck haben, es ist zu schwer für sie oder sowas, dann sollten wir auch Psychopharmaka als Unterstützung selbstverständlich in Erwägung ziehen. Herr Hegel wollte, glaube ich, darauf reagieren. Ja. Herr Schmidt, Sie haben das Thema Stigma angesprochen, ein Stück weit. Ja. Das ist ja, sagen wir mal, ein etwas mehrschichtiges Thema. Ja. Das Thema, das hier wichtig ist, ist die Selbststigmatisierung. Ja. Menschen mit Depressionen neigen dazu, weil Schuldgefühle ist ja ein Symptom, ein Merkmal der Depression, neigen dazu, sich selber die Schuld zu geben. Ich habe alles falsch gemacht, ich habe meine Probleme nicht aufgearbeitet, ich bin zu schwach, mein Leben zu ändern. Die nörgeln ununterbrochen an sich rum in der Depression. Und erleben das als persönliche Schwäche, wie das ja auch vielleicht nicht explizit, aber so unter der Hand doch auch viele andere Menschen glauben bei Depressionen, weil nicht wissen, was es wirklich ist. Und wenn die einmal verstanden haben, wenn ich den Menschen dann sage, sie haben einfach das Pech, eine Veranlagung zu dieser saudummen Krankheit zu haben, die schwer ist, die das Leben voller Bitternisse macht. Und das ist nicht ihre Schuld. Das ist eine richtige Erkrankung, wie andere Erkrankungen auch. Das ist jetzt nicht eine Reaktion auf die Bitternisse des Lebens oder auf Belastungen, sondern es ist eine eigenständige Erkrankung. Das ist für die Menschen eine Riesenentlastung. Mhm, ja. Das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Weil das ist ja auch die Gefahr bei schweren Depressionen mit der Psychotherapie. Alles, was man ihnen macht, machen die Menschen sich zum Selbstvorwurf. Und man muss schon ein sehr, sehr erfahrener Psychotherapeut sein, bei mittelschweren, schweren Depressionen, diesen Mechanismus zu vermeiden bei schweren Depressionen. Bei ganz schweren ist gar nicht möglich. Da können sie sagen, was sie wollen. Die Menschen machen sich einen Selbstvorwurf drauf und erleben sich als Versager, weil sie es alles nicht schaffen, was man ihnen sagt. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also diese Selbststigmatisierung, für die ist das biologische Modell günstig. Für die Stigmatisierung durch andere, wenn man zum Beispiel die Frage stellt, würden Sie Ihre Kinder haben wollen, dass die mit jemandem verheiratet sind, der Depressionen hat? Da, wenn man erkennt, wie schwer die Erkrankung wirklich ist, führt es natürlich zur größeren sozialen Distanz. Also hier ist es ein bisschen anders zu sehen. Aber die Selbststigmatisierung, zu erkennen, es ist eine Erkrankung, für die ich nicht schuld bin, und die Veranlagung ist entscheidend. Es ist für viele eine gigantische Entlastung. Ja, Herr Schmidt, 100 Mal erlebt.
Herr Schmidt hob die Hand und wollte reagieren und dann Herr Kirsch auch. Das möchte ich beiden die Möglichkeit geben. Herr Schmidt. Ich glaube, das Ziel ist für uns beide, gerade wenn das mit der Selbstbeschuldigung und so weiter, eine Schuldgefühlsinduktion, so nenne ich das gerne, auch so, wenn wir das anschauen, da glaube ich, haben wir das genau gleiche Ziel, Entlastung, und zwar zentrale, intensive Entlastung von Schuldgefühlen. Der Weg, den Sie jetzt gehen, das ist auch ein interessanter. Und natürlich, ich würde sagen, durchaus, es gibt zum Beispiel auch bei der Diagnose, es gibt schon, wenn man die Wirkung von Diagnosen nimmt, dann kann man schon sehen, dass bei manchen Leuten das richtig entlastend wirkt. Aha, jetzt habe ich eine Krankheit und damit eben wird es so erklärt. Das ist aber nur ein Weg, wie man diese Entschuldung sozusagen in Gang setzen kann. Und mit der Art, wie wir das machen, und das ist ein zentrales Ziel, ganz klar, da sind wir, glaube ich, vollkommen gleicher Meinung. Das kann ich auch zum Beispiel über biografische Betrachtung der Sachen, über den Blick aufs Gesamtsystem, in dem jemand die Kontexte, in denen jemand aufgewachsen ist und wie er diese Kontexte bearbeitet hat. Da ist es überhaupt nicht hilfreich, was in der Tradition der Familientherapie leider aus meiner Sicht über lange Jahre, zum Teil leider heute noch praktiziert wurde, dass man dann den Eltern die Schuld gibt oder sowas. Das ist immer noch ein aus meiner Sicht dümmliches, linearkausales Schuldkonzept. Und das lässt sich ja gerade über Autopoiese und solche Sachen auch wieder sehr deutlich in Frage stellen. Aber dass man verstehbar machen kann, wie es geworden ist und würdigen kann, dass unter den Bedingungen, in denen sie entwickelt hat, es gerade nicht um Schuld ging, sondern um in den Kontexten dort mit den verfügbaren Möglichkeiten, die man dort hatte, eine angemessene und verständliche Entscheidung. Und also ich kann nur von unseren psychotherapeutischen Erfahrungen her reden. Und da ist das eine zentrale Hilfe für enorm viele Leute, die dann nicht mehr das somatische Krankheitskonzept brauchen für die Entlastung, weil sie sogar eine empathische Würdigung ihres Gewordenseins entwickeln können, was zu mehr Selbstachtung, Selbstwürdigung und Selbstvertrauen führt und dann auch für die Zukunft andere Perspektiven bringt. Das Ziel ist genau das Gleiche. Wir gehen da bevorzugt jetzt, also in den Schilderungen hier, halt unterschiedliche Wege. Mhm. Ja, Herr Kirsch, Sie hatten auch... Ja, also im Prinzip sind wir ja genau jetzt an dem Punkt, es soll ja auch ein bisschen kontrovers zugehen, wo wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Herr Hegel hat jetzt nochmal sehr stark sich für dieses somatische oder medizinische Krankheitsmodell stark gemacht. Ich verstehe sozusagen die Idee dahinter, die Entstigmatisierung, dass man sozusagen sagt, das ist nicht deine Schuld, dass du eine Depression entwickelt hast, sondern das ist eben ein sozusagen biologisches Schicksal. Und natürlich ist es richtig, dass wir ohne solche somatischen Ätiologiefaktoren nicht auskommen, wenn wir die Depression erklären wollen. Allerdings sollten wir nicht außer Acht lassen, dass diese kognitiven Verzerrungen, wie ich es jetzt nennen würde, die ja was mit Schuld dann zu tun haben, einen wichtigen Aufrechterhaltungsfaktor darstellen. Und wenn ich dann eine sozusagen nachhaltige Veränderung haben möchte, dann denke ich, ist es wichtig, nicht nur eine Entlastung zu schaffen, indem ich in so ein somatisches Zerstörungsmodell vermittelt, sondern den Menschen schon auch deutlich mache, sie können auch durch Veränderungen ihrer Denk-, Verhaltens-, Erlebensweisen, können sie auch dauerhafter, längerfristig von depressiven Symptomen frei bleiben. Ich will vielleicht ein Extrembeispiel, das mich so ein bisschen geprägt hat, sagen. Das war noch während meiner Ausbildung als Psychotherapeut, das war eine meiner allerersten Patientinnen, an die erinnert mich sicher immer besonders gut. Die kam nach einem Suizid, wurde mir dann sozusagen zugewiesen als Psychotherapiefall. Und die berichtete mir, dass sie eben von ihrem Arzt genau dieses Modell, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Insulin, also der Arzt hat gesagt, sie haben eben zu wenig Serotonin und ich gebe ihnen jetzt hier ein Medikament und danach geht es ihnen wieder gut. Und einige Monate später, das war eine Zeit, das können die Eltern von uns noch erinnern, da war, glaube ich, der Herr Riesenhuber Gesundheitsminister und dann kamen diese Deckelungen, dass man nur noch einen bestimmten Umfang Medikamente verschreiben durfte im Quartal. Und dann sagte der Arzt zu der Patientin, ja, wissen Sie, der Herr Riesenhuber, der erlaubt mir nicht, dass ich Ihnen jetzt noch Medikamente verschreibe, deswegen kriegen Sie jetzt von mir kein Rezept. Ja, die Patientin hatte aber ein so klares somatisches Störungsbild, dass sie sozusagen gesagt hat, ich bin jetzt meinem Schicksal ausgeliefert,
ich bekomme dieses Medikament nicht mehr, aber das ist ja das Einzige, was mir hilft, weil ich habe ja diesen Serotoninmangel in meinem Gehirn. Ja, und daraufhin hat sie einen Suizidversuch unternommen. Ja, natürlich ist das jetzt nur ein Extrembeispiel, aber sozusagen, ich weiß ja auch, Herr Heger, dass Sie nicht mit solchen simplifizierenden Geschichten arbeiten werden, aber wenn ich eben sehr, sehr stark mich auf so ein einfaches biologisches Modell konzentriere, dann nehme ich eben diese Selbstwirksamkeit, von der Herr Schmidt ja auch gesprochen hat, nehme ich meinen Patienten, ja, und es wird für sie dann wirklich schwieriger, aus sich selbst heraus stabil zu bleiben. Mhm. Herr Heger. Jetzt ist es wieder passiert, jetzt muss ich wieder Medikamente nehmen. Herr Heger, Sie wollten darauf noch mal reagieren. Genau, ich denke, dieses Modell mit zwei Seiten hilft hier sehr. Das heißt ja nicht, es ist jetzt nur eine Dysfunktion im Gehirn und alles andere bringt nichts, das behauptet ja kein Mensch. Also auch dieses simple Bild mit dem Serotoninmangel, das da manche Ärzte dann vielleicht erzählen, das ist ja auch nur ein didaktisches Bild, das allerdings nicht wahr ist. Ich verwende es deswegen auch nicht. Aber richtig ist ja, und das sage ich jetzt nicht nur, um den Patienten zu entlasten, sondern ich sehe es wirklich so, für mich ist Depression eine Gehirnerkrankung, wie andere Erkrankungen auch. Das ist wie Diabetes mellitus. Also nicht, dass es Insulin jetzt hier mit dem Serotonin vergleichbar ist, sondern es ist eine Erkrankung und wie bei Diabetes mellitus ist die Selbstwirksamkeit ja wichtig. Man muss Sport machen, man muss Diät machen. Psychotherapie ist bei der Diabetes mellitus wichtig oder wenn Sie Parkinson nehmen oder jede andere Erkrankung. Natürlich heißt es nicht, wenn es eine Insulinerkrankung ist, dass man dann überhaupt nichts tun kann. Das behauptet auch keiner. Und bei der Depression behauptet es ja auch keiner. Also da wird manchmal was aufgebaut, was überhaupt nicht, eigentlich niemand so sagt. Ein biologisches Krankheitsmodell heißt ja, dass es eben auch, nicht nur, sondern auch eine Erkrankung des Gehirns ist. Und selbstverständlich, wie auch der Diabetes beeinflusst es die Psyche. Der Diabetes beeinflusst die Psyche oder die Blinddarmentzündung beeinflusst ja auch die Psyche. Wir haben immer diese beiden Seiten der Medaille. Und wir können oft auf beiden Seiten irgendwas tun, bei Diabetes auch. Und deswegen sehe ich jetzt nicht die Gefahr, wenn ich dem Patienten sage, sie haben eine ernsthafte Erkrankung, dass die dann sagen, okay, dann kann ich nichts mehr tun. Ja. Die Gefahr sehe ich nicht, sondern im Gegenteil. Dann geht es erst recht darum, das Beste draus zu machen. Ja, ich würde jetzt beiden Kollegen nochmal die Chance geben, darauf zu reagieren, weil ich Ihre beiden Hände nochmal oben sah, dass Sie darauf nochmal antworten wollen. Und danach würde ich gerne einen Schritt weitergehen und nochmal mit Ihnen über die Frage nach der Beziehung in der Psychotherapie reden, um dann den nächsten Zyklus einzuleiten. Genau, Herr Schmidt, Sie hatten die Hand gehoben, Herr Kirsch auch. Ja. Antworten Sie doch beide gerne nochmal. Also auch da kann ich... will ich Herrn Heger gar nicht widersprechen, dass es natürlich eine Wechselwirkung ist und dass deswegen auch dieser biologisch-somatische Aspekt sehr ernst genommen werden muss. Das ist außer Zweifel für mich. Die Frage ist halt, wie man dann damit umgeht und welche Schlussfolgerungen man daraus macht. Ne? Und gerade weil eben viele Leute dann, die das hören, auch gerade die depressiv reagiert haben, dazu neigen, nach meiner Erfahrung sehr wohl. Das hängt natürlich von der Vermittlung ab. Da sind wir nachher vielleicht bei der Beziehung. Und wenn sie so vermitteln, dann müsste es nicht in eine Hilflosigkeit einmitten, ganz klar. Aber viele Klienten, die zu uns kommen, die haben diese Sozialisationserfahrung, diese Vorerfahrung im medizinischen System, dass es bei ihnen so verarbeitet wurde. Und da muss man aber gar keinen Gegensatz draus machen. Aber das ist ja sonst bei anderen Sachen auch so, dass ich gehe zum Beispiel auch, wenn dann die Leute fragen, ja, wann ist es denn dann gelöst oder so. Die Frage der Erwartung, was eine Lösung darstellen wird, ist zum Beispiel auch zentral. Und da gehe ich immer davon aus, Herr Schanze, Sie haben sozusagen jetzt eine bestimmte Grundausstattung, also schon biografisch und aber auch natürlich genetisch und so weiter. Und die können Sie jetzt nicht einfach auf Knopfdruck verändern. Das ist sozusagen die Voraussetzung, auf der wir dann aufbauen. Und dann geht es darum, wie gehen Sie mit der um? Das ist also mehr so, und da können Sie natürlich apathisch umgehen oder sehr aktiv und alles da dazwischen. Und wir wollen Sie unterstützen jetzt immer wieder auch in sehr schnellen Rückkopplungen. Übrigens sogar bei ziemlich gravierenden Depressionen kann man, je nachdem, wie man kommuniziert mit den Leuten, schnell Unterschiede im Erleben anregen.
Diese Unterschiede werden aber typischerweise, gerade wenn eine Depression sehr intensiv ausgeprägt ist, in Schwarz-Weiß-Denken einmündend, überhaupt nicht mehr relevant angesehen. Aber sie beweisen, da ist was zu machen. Wenn wir dann mit spezifischen Methoden, das führt jetzt zu weit hier, aber die haben ja alle darauf hinweisen, schauen Sie, wie ist das jetzt zustande gekommen, dass es jetzt verbessert werden konnte und wie können Sie das ausbauen, wobei Sie ganz klar davon ausgehen können und möglicherweise lebenslang. Das sollte man nicht verschweigen, dass Sie immer wieder herausgefordert sind mit einer bevorzugten Tendenz, ich nenne es dann metaphorisch manchmal, die Einladung dieser depressiven Tendenz wieder zu kriegen. Aber die Frage ist, wie Sie darauf antworten. Und da kann man sehr viel intensiv selbstwirksam machen. Wobei ein Punkt noch, den Sie vorhin angesprochen haben, den finde ich auch noch wichtig. Die Gefahr bei den ganzen Interventionen, die wir sehr wirksam einsetzen können für Selbstwirksamkeit, die ist gerade im Bereich der Depression dann, dass die Leute wieder daraus schließen, na, wenn es jetzt besser werden konnte, dann heißt es ja, ich habe es vorher falsch gemacht. Das ist eine große Gefahr. Und deswegen, aber das kann man, wenn man gezielt psychotherapeutisch von vornherein antizipierend darauf eingeht, selbstverständlich das auffangen und schon wieder nutzbar machen. Wir nennen das Utilisation im Sinne, schauen Sie, wenn Sie so damit umgehen, was bewirkt es in Ihrem Erleben? Und damit können die Leute selber verstehen, ach, so mache ich mich depressiv. Aber ich kann es auch anders interpretieren, mit sehr viel Wertschätzung und Anerkennung für sich. Und dann kriegt es eine andere Komponente da dazu. Noch ein Satz vielleicht, der Nachteil, den ich halt oft sehe, aber das hängt von der Vermittlung ab, ganz klar nicht. Ich denke, wir sollten das nicht so verdinglich diskutieren, Psychopharmaka ja oder nein, weil die Art, wie das schon in der Bedeutung gerahmt wird beim Angebot, macht einen zentralen Effekt dafür, wie das dann aufgenommen wird. Wenn es aber in der Art, wie es oft genug in der medizinischen Welt Angebote wird, gemacht wird, dann interpretieren die Leute oft so, ja, wie der Herr Kirsch das gesagt hat, wenn ich das Medikament nicht habe, dann bin ich chancenlos, verzweifelt, dann kriegen die Angst schon im Vornherein, Gott, wenn das aufhört oder sonst was in der Art. Und das hat auch gravierende Nebenwirkungen. Also ich fände es gut, wenn wir auch darüber reden, nicht die Psychopharmaka ja oder nein, sondern auch darüber, wenn man schon mit Psychopharmaka arbeiten sollte, wie sollten die denn mit Bedeutung belegt werden, mit Rahmung, mit Kommunikation verbunden werden, weil die Art der Kommunikation ist entscheidend auch dafür. Ja. Sehr schön, dann würde ich Herrn Kirsch gerne nochmal die Chance geben, darauf zu reagieren und dann mit Ihnen ein bisschen über die therapeutische Beziehung zu sprechen. Herr Kirsch. Ich muss einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, Herrn Heger zu widersprechen. und zwar haben Sie gerade gesagt, Depression ist nicht nur eine, aber auch eine Erkrankung des Gehirns. Und ich würde sagen, nein, es ist nur eine Erkrankung des Gehirns, weil weswegen ich auch so ein bisschen Probleme mit Ihrem zwei Seiten einer Medaille Modell habe, ist, implizit schwingt da ja ein Dualismus mit. Und mein Verständnis von psychischen Erkrankungen ist eben monistisch. Also für mich sind alle psychischen Symptome Symptome des Gehirns. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung, auch die Unterscheidung zwischen biologischer Behandlung und psychotherapeutischer Behandlung, biologischer Psychotherapie und psychosozialer Psychotherapie, die finde ich, die ist überholt, die ist artifiziell. Ja, und das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich eben auch, wenn ich eine Psychotherapie mache und wenn ich sie richtig mache und wenn ich auf die Mechanismen einwirke, dass ich dann eben eigentlich auch eine biologische Behandlung mache. Ich mache eine Behandlung des Gehirns, denn wie sollte sich denn Verhalten ändern, wenn sich nicht das Gehirn ändert? Herr Schmidt hatte den Begriff der Neuroplastizität hier ja auch schon eingeführt. Ja, und deswegen ist das eigentlich, solange ich nicht davon ausgehe, dass es eine vom Körper unabhängige Seele gibt, finde ich persönlich diese Unterscheidung zwischen einer biologischen und einer psychischen Erkrankung, und einer Gehirn- und einer psychischen Erkrankung, finde ich falsch, unsinnig. Herr Heger, ganz kurz. Jetzt kommen wir natürlich in einen ganz spannenden Bereich. Das ist jetzt die philosophische Frage. Wir sind danach am Leib-Seele-Problem. Das werden wir jetzt auch nicht heute lösen. Ich denke, für mich ist das unterschiedliche logische Ebenen. Ob ich Phänomene beschreibe, die ein Mensch als Person in der Interaktion mit der Umwelt macht, oder ob ich Bestandteile dieses Menschen in ihrer Interaktion, die Physiologie, anschaue, sind unterschiedliche logische Ebenen. Und wenn man die vermengt, entsteht Kuddelmuddel. Und deswegen halte ich das in diesem Fall getrennt. Von der Seele haben wir gar nicht geredet. Wenn es jetzt eine seelische Erkrankung wäre, dann würde man zunächst mal den Pfarrer bitten, dass er aktiv wird. Seele ist was Metaphysisches. Und da ist jetzt die naturwissenschaftlich geprägte Medizin jetzt nicht der allererste Ansprechpartner, wenn man eine Seele in dem klassischen Sinne versteht. Und
Aber das ist eine spannende Diskussion, Herr Kirsch, die müssen wir mal bei einer anderen Gelegenheit weiterführen. Ich glaube, sehr gerne. Sehr eine extra Diskussion daraus machen, ja. Genau, Herr Schmidt hat sicherlich auch seine eigene Meinung dazu. Das ist ein altes Menschheitsthema. Ja, sehr spannend. Es war wahrscheinlich absehbar und ist auch sehr spannend, dass wir bei den Fragen nach der Behandlung von Depressionen und wo wir eigentlich nur bei den Psychopharmaka angefangen haben, ja dann doch zu sehr grundsätzlichen menschlichen Fragen kommen und der Frage, wo die Erkrankung herkommt und ob es eine Seele gibt. Ja, das sind wären dann sehr große Fragen. Ich würde es gerne noch mal... Ich glaube, es gibt eine Seele, gell? Ich möchte mich gar nicht... Ja. Ich würde es gerne nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer an zwei Punkten gerne noch konkret machen in der Zeit, die wir noch zusammen haben. Einmal würde ich gerne nochmal mit Ihnen über die Grundfrage reden, wie bedeutsam die Beziehung zu dem Therapeuten, wenn man eine Therapie macht, ist und wie bedeutsam die Methode, weil sich ja sicherlich viele, die erkranken, fragen, was für eine Therapie mache ich denn jetzt am besten? Und Herr Schmidt ja auch in seinem Eingangsstatement sagte, er würde vielleicht auch mit Freunden über seine, wenn er eine Depression reden würde, sprechen, was ja auch dafür spricht, dass die Beziehung eine große Rolle spielt. Herr Kirsch, ich wollte an Sie als erstes die Frage geben, welchen Anteil hat die Beziehung zwischen dem Behandelnden und dem Patienten? Ja, also wogegen ich mich auf jeden Fall wehre, ist das Mitschwingende, ist es die Beziehung oder ist es die Methode? Wir haben da wieder diesen Widerspruch, genau wie Pharmaka oder Psychotherapie. Ich würde da keinen Widerspruch sehen. Also ich glaube, die Studienlage ist da auch verhältnismäßig klar. Mindestens 50% des Psychotherapieeffekts ist ein Effekt der psychotherapeutischen Beziehung. Das würde ich ganz genauso sehen. Das heißt, er ist unspezifisch, er ist nicht auf die Methode zurückzuführen. Aber zum einen ist da noch viel Luft für Methode. Ja, wenn ich mit der Beziehung nicht arbeite, verliere ich eine Menge Effekte. Aber mich alleine auf die Beziehung zu verlassen, damit verliere ich auch etwas. Also ich glaube, da ist dann wirklich auch noch Methode notwendig. Und darüber hinaus wissen wir ja mittlerweile, dass auch die Beziehung eine Methode sein kann. Ja, ich kann Beziehungen einsetzen sozusagen als einen unspezifischen Wirkfaktor, dass meine Patienten sich bei mir wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, ich bin ein kompetenter Therapeut, ich bin empathisch und höre ihnen zu. Aber ich kann zum Beispiel auch, wie man das in der Sievers-Methode macht, die für chronisch depressive Patienten, die dann eben doch nicht so richtig von den Psychopharmaka profitieren, macht, korrigierende Beziehungserfahrungen einsetzen. Ja, also Menschen, die ihr ganzes Leben lang nur Ablehnung, negative, aufgrund ihrer depressiven Erkrankung negative Erfahrungen gemacht haben, dass die Erfahrung machen, da gibt es jemanden, der jetzt uneingeschränkt positiv mir gegenüber ist, dann ist das eben nicht nur ein unspezifischer Beziehungseffekt, sondern dann ist es eine Methode. Ja, und insofern ist dieser Widerspruch ist meiner Ansicht nach nicht richtig, aber es gibt für mich überhaupt keinen Zweifel, weder aus meiner eigenen klinischen Erfahrung noch aus der Studienlage, dass die Beziehung ein ganz wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der Psychotherapie ist. Mhm. Und das sage ich als überzeugter Verhaltenstherapeut. Ja, Herr Schmidt, Sie holen Luft, Herr Hegel signalisiert. Herr Schmidt, Sie vielleicht und dann Herr Hegel. Okay. Also in vielem, was Herr Kirsch gesagt hat, kann ich nur zustimmen. Ich denke, es ist auch kein Entweder-Oder, sondern es ist eine Kombination. Wobei ich manchmal auch in der Diskussion die Bedeutsamkeit der Methodik ein bisschen als unterschätzt erlebe. Weil in manchen Diskussionen, das hängt aber wieder von den Vertretern ab, da wird dann in erster Linie darauf, ja, das ist alles nur Beziehung oder eine Hauptsache. Und die Methode wäre im Grunde genommen ziemlich egal. Das kann ich nicht so vertreten, weil... Also zum Beispiel, wir haben viele Klienten, auch bei uns in der Klinik, die da in die Sistelius-Klinik kommen, die haben jede Menge Vorerfahrungen, gerade um das, was ich mit der Selbstwirksamkeit, mit der Würdigung und so weiter, der Selbstakzeptanz vorhin so gesagt habe, das ist ein zentraler Punkt, auch das Menschenbild, die Basisprämissen, auf denen man sich Erklärungen macht dazu, wie ein Problem oder eine Symptomatik entstanden ist und wie man sie gestalten kann, da macht es schon einen deutlichen Unterschied. Wir gehen halt so von einem potenzialorientierten Ansatz aus. Das heißt, dass selbst wenn zum Beispiel jemand massiv depressive Symptome erleidet, wir immer systematisch dann auch die Leute das erste Mal alles transparent ihnen erläutern
und dann systematisch mit ihnen gucken nach Unterschieden im Erleben, die es so gut wie immer gibt. Das ist nicht einfach so. Und selbst wenn es ganz schwer ist und es gibt nur noch einen Unterschied zwischen Morgentief und Abendhoch oder sowas, gibt es da auch Unterschiede. Und mit Methoden, die man da richtig den Leuten auch als Handwerkszeug für sich selber an die Hand geben kann, können sie verstehbar machen, welche unterschiedlichen intuitiven, unwillkürlichen Prozesse dabei inlaufen und wie man die beeinflussen kann. Das ist ein methodischer Aspekt, der aber voraussetzt Transparenz und Kooperation auf gleichrangiger Augenhöhe, der Klient als kompetenter Kooperationspartner. Und unsere Rückmeldungen, da sind immer die, dass die Leute oft sagen, zum ersten Mal habe ich mich richtig ernst gefühlt als kompetenter Kooperationspartner und es war eine unglaublich ermutigende Hilfe für mich, so in der Form. Das ist natürlich gar nicht zu trennen von der Beziehung, weil insofern ist Methodik und Beziehung aus meiner Sicht auch nicht so zu unterscheiden, weil es gibt eine andere Art der Beziehung und nur eine Wohlfühl- und Wertschätzungsbeziehung an sich, das ist toll, führt und ist behaglich, hat aber manchmal sogar den Nachteil, den ich für gefährlich halte, dass es Abhängigkeitsbeziehungen schaffen kann. Deswegen muss das kombiniert werden in der Richtung. Aber insofern ist ganz klar, und das zeigen ja auch alle Evaluationsstudien, der Beziehungsfaktor ist zentral. So, weil gerade in der Psychotherapie, warum sollte sich jemand auf was einlassen, was ja immer auch ein Wagnis für jemand ist, das sollte man nicht unterschätzen, wenn er nicht eine Beziehung mit einem Gefühl von Sicherheit und Vertrauen haben kann, dass er sich da zeigen kann, auch in den Sachen, die er selber als Schwäche ansieht und dabei gehalten wird, gewürdigt wird und eine verlässliche Orientierung kriegt. Das ist die zentrale Basis. Mhm. Zeigt übrigens auch die Polyvagaltheorie von Stephen Porges und anderen, die dann zeigen, auf der Ebene des autonomen Nervensystems schalten sonst die Leute einfach um und gehen aus einem sozialen Engagement raus, wenn sie nicht eine solche Beziehung haben. Mhm. Zentrale Voraussetzung. Ja, Herr Hegel, Sie wollten sich dazu auch nochmal anschließen. Ja, das Agens des Therapeuten in der Behandlung, das wird natürlich sehr hoch geschätzt und ich neige auch dazu, das für wichtig zu nehmen. Ein bisschen dagegen sprechen natürlich, oder sagen wir sehr deutlich dagegen sprechen, natürlich die Ergebnisse dieser digitalen Psychotherapieprogramme. Es gibt ja bezüglich kognitiver Verhaltenstherapie eine ganze Reihe, auch in Deutschland, verfügbare Programme. Wir selber bieten auch eines an, kostenfrei. Und es gibt Meta-Analysen, da wurde geguckt, wie ist die Wirksamkeit, die antidepressive Wirksamkeit dieser Programme im Vergleich zu einer ganz normalen Face-to-Face-Psychotherapie. Und die Ergebnisse sind glasklar. Die Face-to-Face-Psychotherapie ist nicht besser und ist numerisch sogar etwas schlechter. Das ist natürlich eine gewisse Kränkung für die Psychotherapeuten und auch für mich nicht unerwartet. Aber da sind die Daten glasklar. Das hat auch Herr Bohus, ein Experte in diesem Bereich, mit einfach zur Kenntnis genommen, dass das so ist. Ich glaube, das heißt noch nicht, dass es gleichwertig ist, weil in einer persönlichen Interaktion, da wird man viel eher Krisenzuspitzungen, Suizidgefährdungen besser erkennen, vielleicht gerade beim Verabschieden und Rausgehen. Ja, da kriegt man oft Dinge mit, die man sonst gar nicht mitkriegt. Aber zunächst mal, was die antidepressive Wirksamkeit angeht, hat man jetzt nicht den Eindruck, dass 50% jetzt der Therapeut ist. Und wenn man mal bedenkt, nur kasuistisch, dass ja da auch viel schief gehen kann in dieser Beziehung. Wenn man weiß, Sigmund Freud hatte 1898 40 Patienten behandelt. Davon haben sich 4 das Leben genommen, 2 unmittelbar nach Verlassen der Praxis. Dann ist das etwas, was einem zu denken geben sollte. Das ist ja ein Bereich, der überhaupt nicht untersucht ist. Die riesigen Nebenwirkungen der Psychotherapie ist ein massiv untererforschter Bereich und das muss man auch bedenken. Wenn so eine Beziehung nicht gut läuft, dann kann das ja auch besonders traumatisierend sein für einen Patienten. Also das Risiko der Suizidgefährdung, finde ich, müsste dringendst untersucht werden. Das ist ein Punkt. Aber Herr Schmidt? Naja, also dass das Risiko der Suizidgefährdung untersucht werden soll, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Freud zitieren oder so, da wäre es mir ein großes Anliegen, dass man den Bereich der Psychotherapie doch deutlich differenzieren, weil Psychotherapie ist eben keineswegs Psychotherapie. Ich meine, das wissen wir ja alle, dass sogar bei der gleichen Konzeption, wie sie vertreten wird, es katastrophale Unterschiede gibt in der Qualität des Psychotherapeuten, aber auch in den Konzepten. Wenn ich von einem Konzept ausgehe, was erstmal, sagen wir, von einer Defizitorientierung ausgeht und davon, dass es eigentlich eher so etwas ist wie
Der Klient hat noch keine genügende oder gar keine Fähigkeiten und die muss er jetzt erstmal so allmählich entweder durch eine ewig lange Übertragungsbeziehungsbearbeitung oder was weiß ich machen oder so, dann hat es andere Wirkungen, obwohl es auch Psychotherapie genannt wird, als wenn jemand von vornherein Begegnung kriegt und auch dann spürbar, erlebbar das für sich nachvollziehen kann, hey, in mir gibt es schlummernde Kompetenzen, auch jetzt schon, die ich, wenn es auch schwer ist, durchaus, aber reaktivieren kann und auch dazu verstehen kann, in welchen Kontexten mehr oder weniger springt das eine und das andere an. Also, dass dieser Möglichkeitsraum, dass es nicht nur die eine Reaktionsweise gibt, auch wenn die dominiert hat im Erleben, sondern die andere auch, das schafft von vornherein eine ganz andere ermutigende, ressourcenaktivierende Psychotherapie. Und da wäre es mir sehr wichtig, dass wir da Psychotherapie nochmal differenzieren, weil es gibt genügend psychotherapeutische Erfahrungen. Ich habe schon viele Klienten auch hier in Heidelberg gehabt, das ist so eine Hochburg von verschiedenen traditionellen Psychotherapieformen, die nach 20 Jahren Psychotherapie zu mir gekommen sind, in der Erwartung, dass sie noch weitere 10 Jahre kommen und wir dann nach 10, 20 Sitzungen das gut beenden konnten, weil die Art der Psychotherapie eine Art von Wirklichkeitserzeugung, so nenne ich das jetzt mal, bei den Klienten hergestellt hat, die sie immer in dem Glauben ließen, sie hätten nicht die genügende eigene Kompetenz und wären so tief gestört, dass sie längere Zeit brauchen. Und das ist ein iatrogener Faktor, der in der Psychotherapie meines Erachtens noch deutlich mehr untersucht und auch kritisch untersucht werden soll. Herr Kirsch, Sie wollten dazu auch noch mal reagieren. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Frage der digitalen oder vielleicht auch computergesteuerten Psychotherapie eingehen. Ich würde die Studienlage jetzt ehrlich gesagt nicht so glasklar einschätzen. Die Studien, die mir jetzt bekannt sind, sind, naja, noch überschaubar, muss man sagen. Und also alle Programme, die ich kenne, sind auch nicht so, dass die Online-Therapie sozusagen den Therapeuten komplett ersetzt, sondern eigentlich ergänzt. Ja, und wir wissen, also ich sage ja meinen Patienten auch immer, die Psychotherapie findet zwischen den Sitzungen statt. Ja, wir wissen, dass ganz wichtig ist, dass sie das in den Alltag integrieren. Das ist natürlich mit so einer digitalen Therapie sehr gut zu machen. Das heißt, wenn mir die digitale Therapie dabei hilft, dass meine Patientinnen und Patienten ihre Hausaufgaben machen, ja, Tag für Tag üben, dann kann das sicher dazu führen, dass der Effekt besser wird. Aber sie wissen, da ist immer noch ein Psychotherapeut im Hintergrund, der im Notfall sich meldet und mit dem ich auch Kontakt habe. Also eine reine, KI-gesteuerte Psychotherapie, das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man da zeigen kann, dass die effektiver ist als eine Face-to-Face-Psychotherapie. Ja, also ich denke auch, die meisten Modelle sind inzwischen ja auch eher begleitet dann durch Psychotherapeuten. Ich glaube, es gibt ganz wenige oder ich kenne auch fast gar keine, die rein digital gesteuert wären. Genau. Ganz kurz als Ergänzung. Ja, ergänzen Sie kurz, Herr Hegel. Dann würde ich für die Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich noch einmal auf die Methode kurz eingehen wollen. Das müssen wir, glaube ich, schon noch 5 Minuten dann tun. Genau. Aber erst Sie. Sehr, sehr viele eben rein Standalone-Programme gibt es sehr, sehr viele. Wenn man die allerdings vergleicht mit solchen, die eine Begleitung haben, sind die signifikant besser, die eine Begleitung haben. Begleitung allerdings kann alles Mögliche sein. Also unser Programm ist vom Hausarzt zum Beispiel gegeben. Der Hausarzt gibt es dem Patienten und beim nächsten Termin fragt danach, gibt es Fragen, wirkt es und so weiter. Das ist zum Beispiel Begleitung. Es ist nicht immer der Psychotherapeut, sehr häufig eben kein Psychotherapeut, sondern auch andere Leute, die diese Begleitung anbieten. Manchmal wird es auch nur telefonisch angeboten, diese Begleitung. Also das die Studienlage hier dünn ist, kann man nicht sagen. Inzwischen gibt es da hunderte von Studien. Mhm. Nicht hunderte, wo jetzt direkt Psychotherapie mit diesen E-Mental Health-Programmen verglichen wird, aber da gibt es auch Dutzende. Mhm. Und die Power dieser Studien ist ausreichend, um jetzt die antidepressive Wirksamkeit zu vergleichen. Also da muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn es zunächst mal etwas kränkend wirkt. Aber ich sehe trotzdem diese digitalen Programme nicht als Ersatz an für eine Face-to-Face-Psychotherapie. Ja. Wir nennen es bei uns auch Selbstmanagement und nicht Psychotherapie und auch nicht Ersatz für Pharmakotherapie. Weil ich glaube, dieses Menschliche ist einfach wichtig und man erkennt dann doch noch andere Dinge, die auch wichtig sind in dem ganzen Prozess, zum Beispiel krisenhafte Zuspitzungen. Also ich bin bei Ihnen, Sie haben da schon recht in vielem, was Sie gerade gesagt haben, sehe ich auch so.
Sehr schön. Ich würde, bevor wir zu den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, dann doch einmal noch mit Ihnen einen kurzen Parforce-Ritt durch die Methode machen und sagen, nochmal kurz umreißen. Momentan werden ja drei Verfahren von den Krankenkassen finanziert. Das ist einmal die psychodynamische Therapie, die natürlich die Psychoanalyse umfasst. Das ist die Verhaltenstherapie, die verschiedene Formen inzwischen anbietet. Man spricht ja von der auch dritten Welle der Verhaltenstherapie, manche sogar schon von der vierten, aber wir bleiben mal bei der dritten, die neue Formen integriert hat, wie die Schematherapie oder die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und wir haben seit Juni 2020 eben noch die systemische Therapie, wo ich ganz grob, da können Sie mich dann korrigieren, Herr Schmidt, umreißen würde, dass die davon ausgeht, dass die Probleme nicht in der einzelnen Person liegen, sondern in den Beziehungen, also dass ich nicht die gestörte Person bin, sondern in Beziehungen, in der Interaktion die Probleme liegen, die sich dann eben auch verändern lassen. Können Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, wie ich herausfinde, welche von diesen drei Therapien denn die richtige für mich ist? Wer von Ihnen würde dazu gerne antworten? Genau, Herr Heger beginnt, Herr Kirsch schließt sich an. Sehr schön, Herr Heger. Es ist ja immer ratsam, sich in dem großen Feld der Möglichkeiten, sich an die zu halten, für die es einigermaßen gute Belege gibt. Und da ist es momentan so, dass mit weitem, weitem Abstand die besten Belege für die kognitive Verhaltenstherapie bestehen, was die antidepressive Wirksamkeit angeht. Das ist deutlich besser, sehr dünn ist sie bei psychoanalytischen Ansätzen, würde ich eigentlich auch nicht für eine Akutbehandlung empfehlen. Bei der systemischen Therapie weiß ich nicht, da gibt es auch Studien, es wäre auch nicht zugelassen worden, aber die Datenlage ist deutlich, deutlich geringer. Also das ist die wissenschaftliche Datenlage und ich persönlich würde mich daran orientieren. Es gibt ja auch noch andere Verfahren, die, für die es auch einige Studien gibt, die achtsamkeitsbasierten Verfahren, die eigentlich auch einem sehr sympathisch eigentlich sind von dem ganzen Ansatz, so aus dem Buddhismus etwas abgeleitet und wo es auch Studien gibt, aber noch nicht ausreichend, weil sie bisher nicht bezahlt werden. Also das wäre meine Antwort drauf auf Ihre Frage. Ja, Herr Kirsch. Ja, kann ich Ihnen natürlich in dem Fall erstmal nicht widersprechen, weil ich selber ja von der Ausbildung her Verhaltenstherapeut bin und auch mein Herz schlägt tatsächlich auch für die kognitive Verhaltenstherapie, aber wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt hatte, ich bin dieser Schulendiskussion extrem müde. Mhm. Und ich bin ein ganz großer Anhänger von Klaus Grabe und seiner Forderung von der Konfession zur Profession. Und die Forderung ist eigentlich, lass uns verstehen, was los ist und dann psychotherapeutische Methoden entwickeln, die diese Mechanismen adressieren. Das meiner Ansicht nach ist es derzeit so, dass dieser Ansatz von der Verhaltenstherapie, weil sie sich auf die wissenschaftliche Psychologie und ihre Grundlagen bezieht, am besten adressiert wird. Aber ich wäre extrem froh, wenn wir von diesem Schulenstreit wegkommen könnten und gemeinsam gucken könnten, was sind die Wirkmechanismen, was sind die Störungsmechanismen, ja, und dann gemeinsam eine evidenzbasierte, wirksame Psychotherapie entwickeln könnten. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Ich hatte gehofft, dass mit der Neufassung des Psychotherapeutengesetzes sowas kommt, aber was ich gehört habe von den Leuten, die in den Verhandlungen da involviert waren, war insbesondere von den nicht verhaltenstherapeutischen Therapieschulen der Widerstand extrem groß, zu sagen, wir könnten doch eigentlich weg von den Schulen hin zu den wirksamen Mechanismen. Aber ich verweigere mich jetzt einfach ein Stück weit dieser Schulendiskussion, sondern ich bin wissenschaftlich sozialisierter Psychologe und ich möchte gerne, dass wir besser verstehen, wie Menschen psychisch krank werden und wie wir dann wirksame Methoden entwickeln können, damit sie wieder gesund werden. Verstehe ich sehr für Ihren Forschungsansatz. Hilft einem natürlich momentan als jemand, der erkrankt ist, nicht ganz so weiter, dass Sie sich der Schulendiskussion verweigern, weil man sich ja für eine Therapie entscheiden muss. Genau. Mögen Sie vielleicht, Herr Schmidt, noch mal ein bisschen was zu den Mechanismen der systemischen Therapie sagen, wie die momentan durch die Öffnung ja dann der Dualität, die davor da war, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, jetzt die systemische Therapie mit im Angebot, wie da Sie vielleicht auch eine Chance sehen, aus dieser Methodendiskussion rauszukommen?
Ja, also ich sehe da schon Chancen, aber da schließe ich mir Herrn Kirsch an. Da kann ich auch gerade, ich habe dann gedacht, vermute, dass er jetzt Klaus Rabe sagt, weil das ist genau die gleiche Denkweise, die mich auch leitet. Er ist ja leider 2005 gestorben. Ich hatte viel Austausch mit Klaus Rabe, habe lange auch eine Supervisionsgruppe in Bern geleitet, wo seine Frau dabei war, wo ich zum Beispiel auch weiß, dass der damals schon auch sehr neugierig und offen zum Beispiel systemische Konzepte evaluiert hat und so weiter und so weiter. Und immer eben diesen Begriff der allgemeinen Psychotherapie propagiert hat, den ich sehr unterstützen möchte. Also wir zum Beispiel bei uns, ich bin ja von Haus aus sozusagen, das ist meine Mutterkonzeption, Systemiker, aber wenn man systemisch arbeitet, so wie das jetzt oft noch so verstanden wird, dass vor allen Dingen nur das interaktionelle Feld angeguckt wird, ist das viel zu kurz gegriffen. Weil gerade wenn man die Hirnforschungsergebnisse, wie das Stichwort Autopoiese, Maturana und so weiter nimmt, dann ist ja klar, das Umfeld ist zentral, ist wichtig. Gleichzeitig wird aber das immer individuell verarbeitet. Bedeutung und Wirkung einer Botschaft bestimmt der Empfänger der Botschaft. Also müssen wir auch auf die internalen Prozesse gehen. Und ich finde, eine Psychotherapie, ich komme gleich noch zu der anderen Frage, die hat die Leistung zu erbringen, dass sie sehr differenziert verstehbar macht für die Kinder, welche internalen, in rasend schnell ablaufender Weise, auf unbewusster Ebene zum Teil, welche Erlebnisprozesse da das Erleben erzeugen. Ich betone extra erzeugen. Das ist nicht da. Das kann auch wieder durch entsprechende Unterschiedsbildungen in der Aufmerksamkeitsfokussierung und so weiter verändert werden. Und wenn die Leute das verstehen, deswegen ist auch kein Widerspruch zu den Selbstmanagementkonzepten, was Herr Hegel gesagt hat. Das ist auch bei uns so, dass wir mit den Leuten das immer gemeinsam, so wie ein gemeinsames Forschungsprojekt anschauen wollen. Und da sind dann systemische Konzepte sehr wichtig, dass wir sehen, welche interaktionellen Wechselwirkungen wirken als quasi Einladung auf die Leute ein, aber dann auch, welche internalen Prozesse, und da kann man wunderbar die Verhaltenstherapien mit einbeziehen, aber übrigens genauso auch tiefenpsychologische Konzepte. Als Erklärungsmodelle sind die oft für biografische Sachen sehr, sehr sinnvoll, nicht unbedingt in der praktischen Intervention für viele Sachen, aber wenn man das, und dann körpertherapeutische Sachen zum Beispiel, auch musiktherapeutisch. Wir haben das ganze Programm, ne, weil man unwillkürliche Prozesse erreichen muss und die werden halt, weil die eher über Stamm- und Zwischenhirnprozesse gesteuert werden, auch über nonverbale Sachen sehr stark beeinflusst. Also deswegen ist eine Psychotherapie, die wirklich den Leuten gerecht werden will, eine ganzheitliche Psychotherapie. Jetzt ist das die eine Sache, wie Sie mit Recht sagen, ist das dann, ja, aber zu wem gehe ich denn jetzt, verdammt nochmal? Aber da ist es halt leider so, da muss man auch ganz pragmatische Sachen sagen, wer halt verfügbar ist. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn Sie sehen, die Leute ewig lang warten müssen und so weiter. Ich finde, man sollte eher sogar eine Beratung für Klienten, welche Art der Psychotherapie für sie tendenziell vielleicht empfehlenswerter wäre, mal etablieren. Weil da würde viel Leid erspart werden, weil viele Leute gehen zum Psychotherapeuten. Ich könnte es Ihnen gar nicht allgemein beschreiben. Die systemische Arbeit ist sehr wichtig in dieser Hinsicht, hat den Kontextbegriff eingeführt vielmehr und gezeigt, dass eben viele Reaktionen, auch depressive gerade, kontextbezogen verstanden werden kann. Und wenn man den Kontext einbezieht, auch von einem reinen Krankheitsbegriff, ein anderer Begriff noch mit reinkommt, dass es als angemessene Reaktion in zu leidvollen Prozessen einladenden Situationen war, also eine Wechselwirkung zum Kontext, aber es muss beides angeschaut werden. Die Beziehungswechselwirkung und die innere Verarbeitung. Weil sonst kommt auch in der systemischen Arbeit oft wieder so eine neue Opfertheorie zustande, dass Leute sagen, ja, der Kontext hat mich so gemacht und ich kann nichts machen. Das ist dann die gleiche Dilemmasituation wieder. Der Kontext ist eine starke Einladung und ich habe selbstwirksame Antwortchancen unterschiedlicher Art. Und da muss auch dann der Fokus mit da drauf. Und wenn das beachtet wird, aber das ist genauso in einer, aus meiner Sicht heute, in einer modernen Verhaltenstherapie, kann man das genauso finden, wenn das ein guter Therapeut ist. Da muss es gar nicht, ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, dass ich nicht einseitig eine Werbeaktion für systemische Therapie mache, so, weil ich eben auch ein Plädoyer für eine allgemeine Psychotherapie vorzuge. Sehr schön, vielen Dank. Ich habe jetzt reingereicht bekommen die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer, denen würde ich jetzt gerne die nächsten 20 Minuten, die wir noch haben, etwa widmen. Es sind insgesamt 7 Fragen. Ich würde die meisten immer manche der Zuschauer haben sie explizit an jemanden gerichtet, dann gebe ich sie natürlich so weiter. Andere haben es offen gelassen, an wen ich sie richten darf. Ich würde sie immer mal einem von ihnen zuweisen
und schauen, dass wir die 7 Fragen dann auch alle noch beantworten können. Die erste würde ich an Herrn Heger geben. Herr Heger, die Frage ist, es gibt doch viele Krankheiten wie Schizophrenie oder bipolare Störung, bei denen einem vermittelt wird, dass es bei denen ohne Medikamente gar nicht geht. Dem würden Sie wahrscheinlich zustimmen, der Frage? Ja, ich denke auch in der Depression sind Antidepressiva wichtig, in der Schizophrenie auch. Bei bipolaren Störungen versucht eigentlich fast niemand eine Behandlung ohne Antidepressiva. Es gibt andere Erkrankungen wie Angststörungen zum Beispiel, da würde ich jetzt die Psychotherapie wieder eher mehr favorisieren, obwohl es ja auch gute Wirksamkeitsbelege für Antidepressiva gibt. Auch bei Zwangsstörungen ist die Psychotherapie sehr, sehr wichtig. Es hängt sehr von der Erkrankung ab. Bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind Medikamente nicht wirksam, zum Beispiel. Die Psychotherapie hat aber auch Schwierigkeiten, die Wirksamkeit gut zu belegen. Also man kann da nichts generell sagen, weil einfach die psychischen Erkrankungen sehr, sehr unterschiedliche Erkrankungen sind, mit unterschiedlichen Wirkmechanismen und unterschiedlichen Krankheitsmechanismen. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage geht explizit an Herrn Kirsch. Da ist die Frage, die Versorgung mit Psychotherapeuten ist sehr unterschiedlich gewährleistet. Die Wartezeiten sind sehr häufig sehr lang. Hat Herr Schmidt ja auch gerade schon erwähnt, dass wir natürlich bei der Schulenfrage auch über ein Luxusproblem sprechen, wenn wir sagen, wohin würden Sie denn gerne gehen? Die Frage ist, was mache ich in der akuten Phase? Ist in der akuten Phase, wenn ich warten muss, ein Antidepressivum dann nicht besser? Ja, also ein Antidepressivum ist sicher besser, als gar nichts zu tun, in jeder Hinsicht. Also unabhängig jetzt vom Schweregrad. Es gibt ja schon durchaus jetzt mittlerweile Verbesserungen. Wir haben die Einführung der Sprechstunden. Das heißt, man hat eigentlich zumindest mal einen Erstzugang zur Psychotherapie deutlich schneller, als das früher der Fall war. Und meine Hoffnung wäre, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die ambulante Versorgung machen, bei Patienten, wo erkannt wird, dass hier ein längeres Warten zu einer deutlichen Verschlechterung der Symptomatik führt, dass sie dann da auch Priorisierung vornehmen. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das kann man denen im Endeffekt dann auch nicht vorschreiben. Aber das wäre natürlich schon die Vorstellung, dass wir wegkommen von diesen sehr langen Wartezeiten. Aber ja, sozusagen bevor ich eine deutliche Verschlimmerung meiner Symptomatik bekomme, würde ich auch auf jeden Fall eine medikamentöse Behandlung vorschlagen. Ich bin ja Psychotherapeut und Psychologe und kann keine Medikamente verschreiben. Insofern ist das dann nur eine Empfehlung. Ja. Die nächste Frage würde ich mal an Sie geben, Herr Schmidt. Die geht ein wenig in die Richtung Prävention, habe ich den Eindruck. Nämlich die Frage lautet, ob eine flächendeckende Psychotherapie im Sinne von jeder bekommt einen Psychologen, wie jeder auch einen Hausarzt hat, nicht sinnvoll wäre, um der Gesellschaft dann als Ganzes zu helfen. Nein. Auch in unserer ganzen Diskussion heute, ich bin ja Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, deswegen sollte ich auch für Psychotherapie reden. Andererseits könnte das jetzt den Eindruck machen, man müsste immer zum Psychotherapeuten rennen und das halte ich für problematisch. Ich würde eher sagen, Prävention ist sehr, sehr wichtig. Da muss man aber keinen Psychotherapeuten dafür haben. Man sollte eher andere Programme und die aber womöglich von den Krankenkassen gesponsert, es gibt ja auch Ansätze so ein bisschen dazu, machen, in denen die Leute immer mehr Informationen darüber kriegen, wie solche Prozesse, wie zum Beispiel ihr Erleben, von ihnen selbst beeinflussbar ist und wie aber auch sogar in Symptomen nützliche Informationen darüber stehen. Über diesen Aspekt haben wir heute noch gar nicht geredet. Aus der Sicht von systemischen Lösungs- und ressourcenorientierter Arbeit, aus der ich halt komme, in der Zwischenzeit, da kann man deutlich, und das ist ein methodisches Thema, mit den Leuten erarbeiten, dass diese Symptome eigentlich in gewisser Weise auch verstehbar sind als wertvolle Informationen, quasi wie kompetentes Feedback aus dem unwillkürlichen Wissen darüber, dass einem was fehlt. Und dass man dann guckt, was ist es denn, was einem fehlt? Also als Botschafter von Bedürfnissen könnte man das übersetzt mal metaphorisch sagen. Um dann gezielt mit den Leuten zu gucken, wie können sie für diese achtenswerten Bedürfnisse, die quasi
abgespalten waren, irgendwie in ihrem sozialen, im systemischen Kontext so in der Regelung nicht erlaubten oder nicht in irgendeiner Weise Raum bekommenden Bedürfnisse, wie können Sie für die intensiv, wertschätzend, achtungsvoll eingehen und sowas und da die Leute miteinander unterstützen. Da brauchen wir aber keinen Psychotherapeuten, da brauchen wir eher intensive Aufklärungsarbeit. Man kann das Psychotherapie nennen, aber das fände ich ungünstig, weil sonst sind wir zum Schluss praktisch in einer generalisierenden Pathologisierung sozusagen der Gesellschaft. Und das hielt ich für hochproblematisch. Ich denke, wir sollten eher nur Psychotherapeuten, das klingt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt so spreche, aber im unbedingten Notfall nehmen, so irgendwie, oder wenn man halt denkt, man kommt nicht anders in seinen Ressourcen zurecht, aber sollte eher die sozialen Unterstützungsnetzwerke in der Familie, in auch der Gemeinde, in was weiß ich, unterstützen in dieser Form. Das ist die beste Prävention aus meiner Sicht. Und übrigens natürlich auch schon in der Schule. Denn Leute, ich bin gerade dabei, so ein Projekt zu machen, wo man Schülern beibringen kann und Eltern und Lehrern, wie sie ressourcenaktivierend ihr Erleben erzeugen können und wie sie mit sozialen Medien umgehen können, weil die in zum Teil massiver, brutaler Weise einseitig krankmachende Fokussierungsprozesse und Feindseligkeit in den sozialen Systemen induzierende Interaktionsprozesse machen, und da brauchen wir Präventionssachen. Das ist wahr. Nicht eine rein psychotherapeutische Aufgabe. Da können aber Psychotherapeuten mit ihrem Know-how viel unterstützend dazu beitragen. Ja, sehr schön. Die nächste Frage ist eine Verständnisfrage, so mein Eindruck. Müssten Sie mal sagen, wer darauf gerne antworten möchte von Ihnen. Hat ein Ratsuchender die Möglichkeit, einen integralen Berater, sprich Therapeuten, Psychologen, Psychiater zu finden, der beide Heilungsmethoden gleichzeitig wohl dosiert einsetzen kann? Ich verstehe das so, dass die Frage bedeutet, finde ich einen Ansprechpartner, der sowohl mit den Medikamenten als auch mit den therapeutischen Methoden gleichzeitig mich gut betreut. Genau, Herr Hegel meldet sich und Herr Kirsch, gerne Sie beide hintereinander. Ja, gut, der Facharzt ist ja der Psychiater und der Psychiater kann Psychotherapie anbieten und Pharmakotherapie. Es gibt ja auch ärztliche Psychotherapeuten und das ist im Grunde also für mich der erste Ansprechpartner, wenn man den Verdacht hat, man hat eine Depression, weil es ja auch um eine körperliche Diagnostik geht. Man muss ja auch Schilddrüsenfunktionsstörungen ausschließen. Also das wäre jetzt für mich die Antwort darauf. Denn ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Kirschner. Ja, ich sehe es natürlich ein bisschen anders, weil ich... Weil ich als Psychotherapeut natürlich nur einen Teil der Medaille abdecken kann. Das finde ich aber ehrlich gesagt aus zwei Gründen nicht schlimm. Also zum einen mache ich eine sehr, sehr gute Erfahrung damit, mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Patienten zu behandeln. Ja, und gerade wenn man sieht, dass eben möglicherweise auch die Störungskonzepte so ein bisschen unterschiedlich sind, ist es auch hilfreich, wenn man sozusagen, wenn die Patienten da auch unterschiedliche Perspektiven präsentiert bekommen, und ich könnte das nicht in einer Person sozusagen, die unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen kann das durchaus auch hilfreich sein, wenn es nicht in einer Hand ist. Aber es ist natürlich richtig, wenn man es aus einer Hand haben will, dann geht nur der Arzt, der Psychiater und Psychotherapeut ist. Allerdings muss man ehrlich natürlich auch sagen, dass sehr viele Psychiater keine Psychotherapie anbieten. Ja, das mag was mit den Vergütungsmodellen zu tun haben, sodass es da sicher noch schwieriger wird, als überhaupt einen Psychotherapeuten zu finden, dann da einen entsprechenden Platz zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube, es muss auch gar nicht sein. Ich glaube, die kollegiale gemeinsame Behandlung von Patienten ist häufig auch ein sehr guter Weg. Mhm. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen zu anderen Erkrankungsbildern als der Depression. Die eine ist die Frage, ob bei einer paranoiden Schizophrenie bzw. Psychose es nicht eine Grundvoraussetzung für gesundes Verhalten ist, dass man Medikamente nimmt. Also häufig so. Natürlich, Herr Hegel, viel zu sagen, aber ich würde gerne noch kurz was ergänzen. Da bin ich ganz klar der Auffassung, in aller Regel ist da wenig zu machen ohne Psychopharmaka-Unterstützung erstmal. Andererseits, weil vorhin auch die Frage ja noch war,
ob dann immer Medikation sein muss. Also da muss ich halt sagen, wir haben ja auch in der Gruppe bei Helm Stierlin, das war ein Hauptforschungsgebiet für uns über 15 Jahre, mit systemischen Konzepten auch Umgang, wie man da bei Psychosen intervenieren kann. Und auch in der Zwischenzeit ist das noch mit ein wichtiges Arbeitsgebiet bei mir. Ich habe immer wieder auch Klienten, wenn man das gezielt macht, unbedingt erstmal mit Psychopharmaka. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch jede Menge Klienten schon gesehen, auch über Jahre mit Folgemöglichkeiten gesehen, die irgendwann mit systematischer Begleitung, am besten immer mit Unterstützung, immer mehr die Medikamente ausgeschlichen haben, wenn sie lernen konnten, wie sie mit diesen Tendenzen in ihnen besser umgehen konnten. Also man könnte sagen, die präfrontale Kortexsteuerung deutlich verstärkt werden konnte. Und das kann man mit psychotherapeutischen Methoden sehr wohl. Gerade jetzt wieder eine Klientin, die witzigerweise übrigens der Anlass war für diese Diskussion, die hat zwei Bücher geschrieben, die eine massive paranoide Psychose hatte und danach zu mir kam. Und die hat danach das beschrieben in so Büchern. Und da haben wir mal im Deutsch-Amerikanischen Institut eine Lesung damit gemacht. Und so entstand die Idee für diese Diskussion, die jetzt mit Begleitung eines Kollegen in Köln, also sie ist mit mir immer in Kontakt, aber der Kollege ist halt vor Ort, psychiatrischer Kollege, jetzt ganz die Medikamente abgesetzt hat, aber immer mit kontinuierlichem Feedback. Und die macht erstaunlich gute Erfahrungen, ist sehr stabil damit. Aber das war ein langer Weg. Also unbedingt Psychopharmaka, kann ich an dem Punkt sagen, sollte man, also das ist so blöd, oft über lange Jahre gelaufen in der Diskussion, so dieses mit gegenseitigen Feindbildern und so dogmatisch so irgendwie zwischen den Psychotherapeutenschulen und den psychiatrischen Schulen. Das finde ich sehr schade. Gerade auf dem Rücken der Patienten ist das ungünstig. Mhm. Das sollte man eher erst mal das machen und dann noch flankieren mit Psychotherapie. Möchten Sie ergänzen, Herr Heger? Nein, ich können sich da anschließen. Dazu. Sehr schön. Die andere Frage war nochmal zu einem anderen Krankheitsbild, nämlich der PTBS, der posttraumatischen Belastungsstörung. Die Frage explizit hier an alle wurde geschrieben. Wie würden Sie bei einer PTBS mit der Medikation umgehen? Das ist Herr Kirsch, Sie holen Luft. Ich bin der Einzige, der nicht Medikamente verschreiben darf, was dazu sagen. PTBS ist ja ein Störungsbild, wo wir verhältnismäßig gut die psychologischen Mechanismen kennen. Das ist ja schon sozusagen in der Definition der Störung klar, dass hier ein Trauma, also eine Lernerfahrung vorliegen muss. Natürlich kann es in einer akuten Situation zur Entlastung notwendig sein, dass Patienten auch eine medikamentöse Behandlung bekommen. Aber hier ist meiner Ansicht nach die wirklich heilende Behandlung eine psychotherapeutische Behandlung. Und ich kann mir von den Mechanismen her einfach kein Medikament vorstellen, was hier die Psychotherapie ersetzen könnte. Mhm. Möchte sich noch Herr Schmidt gerne? Also das kann ich nur unterstützen. Also wir arbeiten sehr viel mit Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die typischerweise, also erstmal, man kann es als Lernerfahrung nehmen. Und das finde ich auch ein wichtiges Konzept da dabei, dass es etwas ist, was sozusagen halt eben ein Einbruch in das Leben war durch diese fürchterlichen Erfahrungen und dann halt daraus sich erst entwickelt hat, wo man natürlich auch dazu sagen muss, und das zeigt aber auch gerade, wie wichtig da der psychotherapeutische Aspekt ist, dass ja nicht jeder Mensch, der solche massiven, schlimmen Ereignisse erlitten hat, dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, sondern sogar die überwiegende Zahl, wenn sie ein soziales, hilfreiches Unterstützungsnetzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können, das anders verarbeiten können. Also ich hatte mal die Gelegenheit, das große Glück, einen ganzen Tag lang Viktor Frankl zu begleiten und ihn und seine Frau intensiv zu interviewen und zu diskutieren. Der Prototyp, könnte man sagen, der traumatische Erfahrungen im KZ 4 Jahre erleben musste, der überhaupt nicht die Bohne traumatisiert war in der Verarbeitung. Und das heißt halt, es ist der Verarbeitungsprozess, der ganz entscheidend ist. Und den kann man psychotherapeutisch sehr gezielt und zum Teil auch sehr schnell wirksam, wenn es um komplexe Sachen geht, dauert es länger, aber sehr wirksam so einsetzen. Und da halte ich sogar eher in aller Regel für Psychopharmaka für kontraindiziert. In Extremfällen würde ich Herrn Kirsch zustimmen, als Übergangshilfe mal kurz könnte man reingehen. Aber da ist gerade entscheidend,
dass die Leute wieder lernen können, wie sie mit diesen, ja nicht mehr, die sind ja nicht mehr rückgängig zu machen, diese Erfahrungen. Aber die Leute haben oft so ein linear-kausales Verständnis, was ich da erlitten habe, ist die Ursache meines heutigen Erlebens. Und wir können Ihnen mit unseren Methoden sehr genau zeigen, dass nicht die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt, aber eine starke Einladung sein kann, aber die Gestaltung der Gegenwart bestimmt, welche Wirkung eine solche Vergangenheit kriegt oder eben nicht kriegt. Und genauso Zukunftserwartungen, wie man sie da stärkt, die Leute. Und das geht vor allen Dingen über Psychotherapie. Da gibt es verschiedene Methoden in der Zwischenzeit. Dann ist das die Methode der Wahl aus meiner Sicht. Und ich würde da, wenn jemand mit Psychopharmaka als erstes reingeht, das würde ich für hochproblematisch halten, muss ich sagen, so klar. Mhm. Ich stimme zu, da will ich jetzt auch keinen Platz für Psychopharmaka sehen. Bei der Psychotherapie allerdings, da fehlt mir noch ein bisschen die Evidenz und die Forschung. Ich glaube, das ist noch ein sehr kompliziertes Feld mit vielen Risiken. Es gibt Retraumatisierungsproblematiken, auch eine ganze Reihe anderer Probleme. Das führt einen auch zu dem Thema Debriefing. Das waren diese Untersuchungen nach großen Katastrophen, wo man die Menschen, die jetzt unmittelbar traumatisiert, zusammengeführt hat. Und die eine Gruppe wurde nach Hause geschickt, im Kreis der Familie. Die anderen kamen in eine therapeutische Umgebung und wurden befragt. Und wie haben sie das erlebt und solche Dinge. Und dann hat man geguckt, wem ging es denn besser? Und die nach Hause geschickt wurden, ging es besser. Also nicht immer ist gut gemeinte Psychotherapie gerade in diesem Feld tatsächlich hilfreich. Und da muss man einfach solche Forschungen machen, dass man eventuell auch finden kann, ob man sich getäuscht hat mit dem, was man anbietet. Es ist ein schwieriges Feld, gerade die Traumatherapie, da wird viel gut Gemeintes gemacht, mit nicht ganz ausreichender Evidenz. Da würde ich gerne einen ergänzenden Satz sagen, gerade zum Debriefing. Das ist ja eine Methode, wo dann die Leute nochmal darüber reden und sich das sozusagen von der Seele reden. Das halte ich in vielen Fällen für nicht ausreichend, sondern eher sogar für retraumatisierend unter bestimmten Umständen, wenn nicht vorher, bevor man darüber redet. Also da ist es auch nicht der Inhalt, dass man darüber redet, sondern aus welcher Erlebnishaltung man darüber redet. Und wenn man aber vorher gezielt, es gilt aber für jede dieser traumatherapeutischen Sachen, eine bestimmte Erlebnisweise mit einem Erleben von Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit gezielt aufmodelliert, aufbaut, und das kann man machen, das kann man sogar relativ schnell machen, und dann darüber redet, dann wird dieses Reden darüber vernetzt mit dieser Ressource. Und nur dann, finde ich, darf man das machen, weil sonst ist immer die Gefahr einer Retraumatisierung, eines Überschwappens der alten Flashback-Sachen. Und das ist einfach das Gegenteil von einer Hilfe. Aber das heißt, das sieht man auch wieder, es ist nicht Psychotherapie an sich, sondern welche gezielten Methoden man da einsetzt, um dann hilfreich zu werden oder eben nicht. Ja, mit der letzten Frage der Zuschauer kommen wir ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs zurück, nämlich den Einsatz von Psychopharmaka und welche Bedeutung mit diesen Psychopharmaka auch verknüpft wird. Die Frage ist, ob durch die hier zusammengefasste einseitige oder festgestellte einseitige Konzentration auf schnelle Hilfe durch Psychopharmaka nicht auch sowas wie Leistungsdruck in der Gesellschaft entsteht. Also Pille nehmen und gut ist die Frage. Vielleicht, Herr Heger, mögen Sie zu der Frage nach Leistungsdruck und Psychopharmaka noch mal was sagen. Erwecken die den Eindruck, dass man dann schnell wieder funktionieren muss? Naja, wenn man dieses massive Leiden hat, wie eine Depression, ist alles gut, was den Menschen schnell rausholt. Also dazu sagen, da muss es länger drinbleiben, das wäre zynisch, ne? Das ist völlig abwegig. Der Versorgungsalltag und in den Kliniken, und wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Patienten ja gesehen, haben Depressionsstationen gehabt, eine Ambulanz für affektive Störungen. Es ist halt einfach so, dass die Menschen plötzlich in diesen schrecklichen Zustand Depression rutschen. Manchmal gibt es einen Auslöser, manchmal einfach auch so, weil sie Veranlagungen haben. Und man tut einfach alles, dass sie möglichst rasch rauskommen. Und das sind Antidepressiva einfach wie halt andere Medikamente bei Parkinson oder bei Diabetes oder bei irgendeiner anderen Erkrankung ein sehr gutes, wirksames Verfahren. Neben der Psychotherapie, die ebenfalls ein gutes Verfahren ist. Aber viele haben eben Ablehnung gegenüber Antidepressiva. Deswegen muss man hier oft mit Engelszungen reden, bis die Menschen das ja, für sich akzeptieren können, weil sie halt dieses Krankheitsmodell haben, dass die Depression Folge der Lebensumstände sind. Ja. Verstehen Sie es nicht. Ja. Aber ich sehe es da keinen Zusammenhang mit dem Leistungsdruck, um es kurz zu beantworten. Okay, prima.
Prima. Das waren die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir vier könnten sicherlich noch sehr viele verschiedene Aspekte an dem Thema erläutern. Also die Frage sozusagen, welche Hoffnungen und Ängste wecken die Psychopharmaka, wäre sicherlich auch noch mal wert, eigenständig zu erläutern. Wir müssen aber mit dem Blick auf die Uhr leider zum Ende kommen. Und da möchte ich sagen, wir haben es geschafft, viele, natürlich nicht alle Aspekte des Themas heute einmal anzusprechen, dank Ihnen. Wir alle werden das weiter tun. Wir bei Psychologie heute in der Zeitschrift jeden Monat. Sie als Experten ohnehin in Ihrem täglichen Denken und Tun und in Ihrer Arbeit, die ja genau um diese Fragen kreist. Und hier im DAI gibt es auch immer wieder Veranstaltungen zu diesem Thema. Eine zum Beispiel gleich wieder morgen Abend zu einem Aspekt, den wir heute auch erläutert haben, nämlich zu der Frage nach der Wirkung von Placebos. Dort können Sie sich gerne morgen Abend um die gleiche Uhrzeit hier einschalten, wenn Sie das interessiert. Es wird uns hier alle weiter beschäftigen. Heute kann ich mich erstmal nur bedanken bei Ihnen, Herrn Kirsch, Herrn Hegel und Herrn Schmidt, für Ihr Fachwissen, Ihre Zeit und die wirklich den sehr interessanten Austausch. Ich fand es großartig, dass Sie sich gegenseitig so zugehört haben und auf die Argumente so eingegangen sind. Das ist in vielen Talkshows, die man sonst sieht, ja nicht immer der Fall. Und ich selber hätte Ihnen gerne noch länger zugehört, musste Ihnen manchmal ins Wort fallen, um mit Blick auf die Uhr das ein bisschen zu beschleunigen. Aber bedanke mich ganz herzlich. Ich denke, davon haben sehr viele sehr profitiert. Und ich bedanke mich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, aber auch vor allem an dem wichtigen Thema. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage auf ein baldiges Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Siegle, und den lieben Kollegen. Auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, schön. Vielen Dank. Vielen Dank.